Bevor Ridley Scott im Jahre 2000 den Film Gladiator auf die Leinwand brachte, war es viele Jahre lang still um das Genre des Monumentalfilms geworden. Aber seit dieser Film sowohl an den Kinokassen als auch bei Kritikern ein voller Erfolg war, sprießen diese Filme förmlich aus dem Boden. Und darum geht's auch heute um den genrebeschreibenden Film Gladiator. Gladiator ist unter der Regie von Ridley Scott entstanden, geht 154 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und erschien am 25. Mai 2000 in den deutschen Kinos. Außerdem gibt es eine um etwa 17 Minuten längere Director's Cut-Version, die nochmal einige zusätzliche Szenen enthält. Aber um was geht's denn überhaupt in Gladiator? Der römische Feldherr Maximus soll Nachfolger von Kaiser Marcus Aurelius werden. Doch der eifersüchtige Sohn Commodus tötet daraufhin seinen Vater und ordnet die Exekution von Maximus und seiner gesamten Familie an. Ihm allein gelingt zwar die Flucht, allerdings kann er seine Frau und seinen Sohn nicht mehr retten. Erst als Sklave, dann als Gladiator in einer fernen Provinz Roms treibt ihn nur ein Ziel: Vergeltung an den Peinigern seiner Familie zu nehmen. Und es scheint, als würde er damit Erfolg haben. Gladiator hat eine sehr gute und packende Handlung, die aber teilweise etwas träge wirkt. Was dabei hervorsticht, ist vor allem die glaubwürdige Darstellung des antiken Roms, das einfach so voller Leben ist, als hätte man es direkt im Jahre 200 nach Christus aufgenommen. Außerdem sind auch einige sehr gute Intrigen und auch Plot-Twists im Film vorhanden, mit denen man auf der einen Seite rechnen könnte und auf der anderen Seite vielleicht nicht. Und was auch noch sehr hervorsticht, ist, dass der Film eines der besten Enden der gesamten Filmgeschichte hat. Ich will da jetzt nicht allzu groß spoilern, aber ich kann so viel sagen, es ist auf der einen Seite fröhlich und auf der anderen Seite traurig. Und das schaffen nur ganz wenige Filme. Und ich muss auch noch gestehen, Gladiator ist einer der wenigen Filme, die mich am Ende wirklich emotional mitnehmen, wo ich mir wirklich denke, wow. Kommen wir zu den Schauspielern, die sind allesamt sehr gut und verkörpern ihre Rolle sehr glaubwürdig. Ganz vorne mit dabei ist Russell Crowe, den wir bereits aus L.A. Confidential oder Les Miserables kennen. Der verkörpert die Rolle des Maximus und muss sich hochkämpfen bis hin zum Kaiser. Dann der Kaiser, in diesem Fall hat er den Namen Commodus, wird gespielt von Joaquin Phoenix, ich hoffe ich habe den Namen korrekt ausgesprochen, den wir bereits aus Filmen wie Walk the Line oder Her kennen. Zu ihm muss ich sagen, er verkörpert die Rolle des Antagonisten so gut, dass es wirklich wenige Filme gibt, in denen man so einen Hass auf den Bösen hat. Dann haben wir noch Connie Nielsen, die bereits aus One Hour Photo oder Im Auftrag des Teufels bekannt ist. Sie verkörpert die Schwester Commodus, Lucilla, mit der Maximus früher mal eine Liebesbeziehung hatte. Kommen wir zu den produktionsspezifischen Merkmalen. Der Film hat ein gutes Drehbuch, die Dialoge wirken so, wie man sie sich vorstellt, als wären sie 200 nach Christus gewesen. Und auch generell die Art, wie alles präsentiert wird, wirkt sehr gut. Dann haben wir unglaubliche Setpieces. Wir wissen alle, Ridley Scott steht auf gigantische Sets und das hat er hiermit auf die Spitze getrieben. Die Sets sehen dermaßen hervorragend aus, wirklich als wären sie im antiken Rom. Ich kann es nicht oft genug sagen. Dann haben wir auch ein authentisches Kostümdesign, alle tragen halt Klamotten, wie man es von damaligen Verhältnissen erwartet. Dann die Effekte selbst sind sehr gut gealtert, bei einigen sieht man an, okay, die sind jetzt doch schon knapp 20 Jahre alt, aber im Großen und Ganzen kann man echt sagen, ja, der Film sieht immer noch verdammt gut aus. Und der Film hat auch einige sehr gut inszenierte Schlachten, wo man wirklich hautnah dabei ist und fühlt, wie der Hauptcharakter es eben selbst fühlt. Dazu trägt auch die sehr gute Kameraführung bei, die eigentlich immer hervorragend ist und auch nie irgendwelche Shots abliefert, wo man sich jetzt denkt, was soll das eigentlich? Und als letzten Punkt haben wir noch den Soundtrack. Was kann ich dazu groß sagen? Ich liebe Hans Zimmer, ich liebe seine Musik, und ich liebe seinen Soundtrack zu Gladiator. Mehr muss man dazu nicht sagen. Gladiator, ich verstehe immer noch nicht, wieso Hans Zimmer hierfür keinen Oscar gewonnen hat. Gladiator hat einen der besten Soundtracks aller Zeiten. Kommen wir zum Fazit. Gladiator hat zwar einige Längen und auch die Beziehung zwischen Maximus und Lucilla wirkt teilweise etwas kitschig und klischeehaft, allerdings macht der Film das bei anderen Aspekten wieder wett. Der Soundtrack ist geil, die Setpieces sind geil, die Schauspieler sind allesamt sehr gut
und auch generell, der ganze Film sieht sehr hochwertig aus und Ridley Scott ist einer der besten Regisseure aller Zeiten, da braucht man nicht drüber reden. Und deshalb geben wir den Film 9,5 von 10 Punkten. Es ist somit die höchste Wertung, die wir hier je vergeben haben. Allerdings haben wir bisher auch nur 3 Filmkritiken mit dieser veröffentlicht. Und glaub mir, es kommen noch einige Filme. Ja, weil wie denkt ihr über Gladiator? Habt ihr den Film schon gesehen? Möchtet ihr ihn noch sehen? Was denkt ihr, ist der Film zu overhyped? Oder wird er dem Hype gerecht? Wie denkt ihr über die Handlung? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich freue mich auf rege Diskussionen mit euch.